Also eine Herausforderung, die ich finde, die wir definitiv haben, ist, dass wir eine sehr starke Nähe zur Alltagswelt haben. Also fast alles, was wir erforschen, hat jeder irgendwo in seinem Alltag schon mal Erfahrungen damit gemacht. Und das führt dann dazu, dass Leute oft Ergebnisse als banal oder eh selbstverständlich, das weiß ich doch, das erlebe ich eh täglich, irgendwo einordnen. Und wenn man dann aber was rausfindet, was dem widerspricht, was sie täglich erfahren, dann stellen sie es oft auch in Frage. Und ich finde, dass das ein gewisses Spannungsfeld gibt, ein bisschen zwischen der Forschung und dem, was im Alltag auch an Wissen darüber existiert. Ich finde, dasselbe ist auch wahr, wenn man redet über Forschung. Ne? Dass einerseits, weil es so alltagsnahe Themen oft sind, kann man leichter irgendwie kommunizieren darüber, was man tut und warum das vielleicht interessant ist. Aber wenn man kommuniziert, verwendet man halt vielleicht Fachbegriffe, sowas wie Akzeptanz, wo es durchaus eine spezifische Definition gibt, die aber vielleicht im Alltagsverständnis vom Begriff anders ist oder ein bisschen breiter oder ein bisschen enger oder bestimmte Ausschnitte davon. Und das heißt, man redet miteinander mit denselben Worten und beide glauben zu verstehen, um was es geht, aber man redet eigentlich über andere Dinge, ohne es zu wissen. Ja, kommt oft zu Missverständnissen dann auch. In der empirischen Sozialforschung ist es halt auch so, dass die Qualität oft nicht am Ergebnis sichtbar wird. Das heißt, zum Beispiel in anderen Disziplinen wie der Technik erlebe ich halt oft, dass die Studierenden dann erzählen, sie programmieren etwas, sie machen einen Prototyp, sie probieren was aus und am Ende dann sehen sie halt, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Und je nachdem wissen sie dann auch, ja, der Prozess war gut, die Programmierung hat funktioniert sozusagen. Bei uns ist es halt so, wir kriegen immer irgendwelche Ergebnisse raus. Wie gut die sind, wie haltbar die sind, wie nahe an der Realität, das sieht man nicht am Ergebnis. Da muss man den Prozess kennen und wissen, bei wem man befragt hat, wie man befragt hat. Und diese Infos sind dann so Detailinfos, die oft nicht mitberichtet werden, weil Leute primär am Ergebnis fokussiert sind, aber das Ergebnis selbst sagt mir noch nichts über die Qualität der Inhalte. Ja. Generell, es ist grundsätzlich bei solchen Fragestellungen auch schwieriger, diese Prüfinstanz zu haben. Nicht? Wenn das selbstfahrende Auto von der Straße fährt, dann weiß man, dass es nicht gut funktioniert hat. Wenn man bei Bildungsforschung irgendwie eine schlechte Unterrichtsmethode einsetzt, dann wird das vielleicht in 20 Jahre tragend und man kann auch nicht sicher sein, ob es jetzt nur an dieser Methode lag oder an den hunderten anderen Faktoren, die da involviert worden sind. Das heißt, grundsätzlich ist auch die Herausforderung, dass man sehr viel mit Grauzonen arbeitet, nicht? Wo man sagt, okay, Sachen sind eher wahr und eher weniger solide Erkenntnisse, aber dass etwas falsch oder richtig wäre zu 100%, das spielt sowieso nicht. Ja, das liegt schon mal daran, dass es empirisch ist. Empirisch heißt ja Wissen aus Erfahrung. Das heißt, wir versuchen irgendwie die Welt, die uns umgibt, zu erfassen. Und das geht immer nur über Sinne, über Messinstrumente. Und da hat man einfach Fehler drinnen, ne? Also ich muss irgendwie diese Gegenstände auch greifen und das geht nie zu 100%. Es wird auch immer vermittelt dadurch, was die Sinne sagen und die Qualität der Messung quasi, aber auch natürlich, wo man hinschaut, also die Ziele der Forscherinnen und Forscher, also es ist auch ein stark subjektiver Prozess eigentlich immer. Ja. Was schaut man sich überhaupt an? Was berücksichtigt man überhaupt in der Forschung? Mit welchen Vorannahmen geht man rein? Auch wie interpretiert man dann die Daten, die man kriegt? Die sind einfach als nackte Daten ja nicht sehr aussagekräftig. Und das ist natürlich, wenn man physische Gegenstände irgendwie erforscht, schon ein Problem, nicht? Also auch die Physik oder hat Messfehler oder Sachen, die man vielleicht nicht so mit hundertprozentiger Sicherheit erfassen kann, wo unterschiedliche Geräte vielleicht zu einer unterschiedlichen Einstellung kommen. Und wenn es dann um soziale Gegenstände geht, dann wird das noch um ein Tick herausfordernder. Weil das sind dann oft nicht physische Gegenstände, sondern Konzepte, sowas wie Stress oder Persönlichkeit. Ne? Das kann man nicht fassen. Da muss man definieren, was man damit meint, und unterschiedliche Leute sehen es halt auch unterschiedlich. Das heißt, zwei Forscherinnen können genau dieselbe Situation beobachten und die aber völlig unterschiedlich interpretieren. Im Prinzip würde ich sagen, gibt es da mal zwei Wege in den Sozialwissenschaften.
Ja, also auf der einen Seite haben wir die stark quantitative Tradition, die sich eigentlich ziemlich an den Naturwissenschaften orientiert und versucht eben Menschen mittels naturwissenschaftlicher Methodik, soweit es geht, zu untersuchen. Das heißt, man versucht stark Erhebungssituationen zu regulieren, zu standardisieren, um zu gewährleisten, dass egal wer konkret beobachtet oder erforscht, die Leute irgendwie, wenn sie in der wiederholten Situation dasselbe erforschen, auch zum selben Ergebnis kommen. Ja, also unabhängig davon, wer jetzt das Kategoriensystem anwendet oder wer jetzt die Beobachtung macht mit einem starken, zum Beispiel einem Beobachtungsprotokoll, da kommt grundsätzlich auf Basis desselben Verhaltens dieselbe Einschätzung des Verhaltens ungefähr raus. Das heißt, man versucht, Objektivität über intersubjektive Übereinstimmung zu erreichen oder zumindest sich dem anzunähern. Sprich, man arbeitet halt sehr stark über das Konzept der Reproduzierbarkeit, ne, und sagt, Erkenntnisse sind wissenschaftlich gesichert, wenn sie reproduzierbar sind. Ja, und dann gibt es die andere Tradition, die kommt viel stärker aus den Kulturwissenschaften, aus den Geisteswissenschaften auch. Die sagt, soziale Gegenstände sind nicht dasselbe wie materielle Gegenstände, wir können uns dem nicht in derselben Weise annähern. Sie sagt auch, es ist eine Illusion zu glauben, man könnte den Forscher oder die Forscherin so stark aus dem Prozess herausnehmen, indem man einfach alles sehr stark standardisiert. Und die versucht ein bisschen einen anderen Weg, eben zu sagen, der Forscher oder die Forscherin sollte von Anfang an sehr stark mitdenken, welche Einflussgrößen es denn in diesem Prozess gibt. Wie wirkt sich denn Entscheidungen, die ich treffe, aus? Was macht es für einen Unterschied, wenn ich Theorie A nehme und nicht Theorie B oder Methode X und nicht Y? Und das auch zu dokumentieren und offen zu legen, sodass halt am Ende dann die Leser und Leserinnen nachvollziehen können, wie man hinkommt, aber nicht notwendigerweise das wiederholen können müssen. Also das entspricht dann eher der qualitativen. Genau, das entspricht der qualitativen Forschung, in der ich mich recht zu Hause fühle. Genau, das wäre einfach eine ganz andere Zugangsweise auch zur Wissenschaft als Ganzes. Und ich glaube, in den Sozialwissenschaften ist das schon sehr spezifisch, dass wir hier so zwei Wege haben, die doch recht unterschiedlich drangehen an das ganze Problem. Wobei sie sich dann schon auch, finde ich, wieder treffen, um die Komponente, dass beide Methoden, ob es jetzt um Reproduzierbarkeit oder subjektive Nachvollziehbarkeit geht, es geht generell immer um eine Offenlegung des Prozesses, eine Transparenz mit dem Ziel, dass das Ganze nachvollziehbar wird für Externe. Ja. Entweder eben durch Standardisierung und Reproduktion oder eben durch Erklärung und Reflexion des Erkenntniswegs. Sonst wäre es keine Wissenschaft.